Mikroplastik, et teier den immer rum, et wäre es an de Mira, an de Biberon, an sogar an unserem Blut. Mehr als das Problem. Ja, dass Plastik ein Problem für unsere Umwelt ist, das kennen wir von diesen Bildern. Mit dem meist, was wir hier gesehen, ist kein Mikroplastik. Mikroplastik sind winzig kleine Plastikdelöscher oder Fasern, die mehr klein wie 5 mm sind. Und das überrascht von Plastik aus unserem Alltag. An der finden tatsächlich überall an der Weise ziemlich viel. Forscher haben Mikroplastik nicht nur an den Meeren, an den Seen gefunden, sondern überall, wo sie geguckt haben. An den Flüssen, am Boden, an der Luft, am Schnee, an den Alpen, also gut an der Antarktis. Und über das Umwelt kommt es noch an unseren Körper. Wir atmen es an und schlägen es auf. Ja, es gibt auch Mikroplastik an ein paar Lebensmitteln gefunden, unter anderem an Bärflaschen. Aber ist das schlimm? Wir recherchieren, was die Forschung schon zu den Effekten von Mikroplastik weiß, aber was noch nicht. Holen wir ein extremes Beispiel. Wenn in einem Puppelchen Müllisch an einem Biberon aus einer bestimmten Sorte Plastik nur die Rekommendationen von der WHO präpariert, da kann der Puppelchen pro Tag in der Moyenne 1,6 Millionen der winzigen Plastikdelöscher abholen. Das wäre viel. Aber ob das auch ein Problem ist, wissen die Forscher noch nicht. Bon, Mikroplastik aus Biberon kann ihn evitieren. Mit Mikroplastik im Allgemeinen aber nicht. Ob Mikroplastik ihr Risiko für unsere Gesundheit darstellt, hängt von vielen Faktoren auf. Zum Beispiel die chemische Zusammensetzung von Mikroplastik. Also was für ein Zuchtplastik das, respektive ob es schädliche Zusatzstoffe enthält, wie zum Beispiel der Weichmacher BPA, den Hormonhaushalt steuert. Oder wie eine Form oder Gräs die Mikroplastik hat. Das bestimmt nämlich, was am Körper damit geschieht. Wenn es so groß ist wie Sandkern, da gibt es wie auch der Sandkuch, rum vom Körper ausgeschieht. Wenn ein aber mit klein ist, kann die Stammwand austreten und von Gewebe an Zellen abgeholt gehen und da potenziell Schuld errichten. Forscher denken aber, dass der größte Teil Mikroplastik, den wir abholen, rum ausgeschieht wird. Sie wird über den Darm oder Schleim an den Atemwege. Get out! Letztes Jahr gab es in einer kleinen Studie bei 17 von 22 Partizipanten aber auch Mikroplastik am Blut fand. Und es gab es auch an Lungen, Leber und Plazenta fand. Was darauf hindeutet, dass Mikroplastik sich auch am menschlichen Körper verdelen kann. Aus Studien mit menschlichen Zellen gehen es auch Hinweise, dass Mikroplastik zum Beispiel Entzündungen provoziert. Das Experiment ging aber zum Teil kritisiert, weil sie nicht mit demselben Material an oder mit mehr hohen Konzentrationen durchgeführt wurden, wie sie an der Natur vorkommen. Die Konzentrationen, die an der Natur gemäß gehen, leihen für den Moment unter dem Seu, der schädlich für Lebewesen ist. Was ist dann das Problem? Aber über lange Dauer könnten noch niedrige Konzentrationen einen negativen Effekt tun. Es gehen auch an ein paar Studien zusammenhängen zwischen Mikroplastik und gesundheitlichen Problemen, wie zum Beispiel Krebs oder Lungenprobleme. Das sind aber just Korrelationen. Es gibt im Moment keine Studie, die den Faktor von Mikroplastik beim Mensch direkt in der Sicht. Und es gibt auch noch kaum Donnern zu ganz kleinen Mikroplastikdelöschern. Aber gerade den Nanoplastik möchte Forscher aber besonders suchen, weil er eben an Zellen ran kann, also gut bis bei Gehirn durchkommt. Oh my! Zwischenfazit. Es gibt im Moment noch keine Beweise, dass Mikroplastik ein Problem für die menschliche Gesundheit ist. Ausnahme könnte Personen sein, die hohe Konzentrationen ausgesetzt sind, wie zum Beispiel auf Fabriken, wo synthetische Textilien wie Vlies produziert werden. Wie groß der Impact von Mikroplastik auf Boden, Pflanzen, Tieren und das Ökosystem ist, wissen Forscher auch noch nicht genau. Mikroplastik wird, genau wie Mikrostecker Plastik, von Tieren wie zum Beispiel Fisch oder Fische gefriert. Das größte Risiko dabei ist, dass Tieren durch zu viel Plastik ein falsches Gefühl von Sättigung haben. Daneben können genau wie für die Menschen die Nanoplastik und chemische Zusatzstoffe und Mikroplastik schädlich für Tiere sein. Es gibt Hinweise aus Tieren für sich, dass Mikroplastik die Wurzeln und die Produktion negativ beeinflusst. Der Impact von Mikroplastik auf uns Boden kann ganz unterschiedlich sein. Eine Überblicksstudie, die ganz viele Studien resümiert, deutet zum Beispiel darauf hin, dass verschiedene Sorten Plastik den Boden mehr sauer machen und andere Sorten mehr Männer sauer. Beides hat einen Einfluss auf Biodiversität. Fazit: Für den Moment denken Forscher, dass Risiken für die Umwelt auch nicht fatal sind. Außer vielleicht auf Plätzen, wo viel Plastikverschmutzung ist, wie zum Beispiel an Küstenregionen. Wilson! Und aber waren Forscher für ihre mögliche Konsequenzen für Umwelt und Mensch. Erstens, weil es noch nicht genug Donner gibt, für eine definitiv Risikobewertung zu machen. Und zweitens, weil Mikroplastik, wie Plastik im Allgemeinen, hunderte oder tausende Jahre braucht, bis sie komplett zersaut ist. Wir gehen also nicht mehr so sehr los. Nee, auch nicht so.
Des Weiteren muss ihnen sich bewusst sein, dass auch noch ordentlich Mikroplastik wird dabei kommen. Die industrielle Produktion von Plastik hat sich am letzten halben Jahrhundert alle 8 Jahre verdoppelt, sodass heute pro Jahr 400 Millionen Tonnen Plastik auf der Welt entstehen. Genug für einen Würfel zu füllen, dem sie Seite 700 Meter lang sind. Also gut, wenn man morgen aufhält, Plastik zu produzieren, leihen noch 5 Milliarden Tonnen Plastikaufall an Deponien und an der Natur, die weiter zu Mikroplastik degradieren wird. Sollte den aktuellen Trend weitergehen, könnte für am Ende des Jahrhunderts neue Rekordkonzentrationen erreicht gehen. Die dann aber Risiko für das Umwelt durchstellen. Schlussfazit. Auch wenn Mikroplastik heute nur im aktuellen Wissensstand noch kein Problem für Mensch und Umwelt ist, kann es aber in Zukunft zu einem Problem gehen. Und dafür sollten wir heute schon etwas dagegen machen. Aber für Möglichkeiten nicht dagegen, sowie weitere Informationen zum Thema von der Science.lu. Merci fürs Nachgucken, lasst die Kommentare und denkt dran, Video liken und Kanal abonnieren. Ciao, ciao!